Heute gucken wir mal ein bisschen in die Röhre, also hier, auf die Röhre. Und zwar haben ja die meisten wahrscheinlich schon mal überlegt, ob sie ihre, upsala, nochmal, das Verhüter wieder weg, ob sie ihre Leuchtstoffröhren mal im Keller oder sonst auch mal durch LEDs ersetzen. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene da. Und ich möchte mich natürlich wieder kurz halten, es wird wahrscheinlich wieder nicht funktionieren. Deswegen fange ich erst einmal ganz simpel an und werde dann ein bisschen technischer, das heißt, ihr könnt es dann einfach aussteigen, wenn es euch zu blöd wird. Also, ich habe hier zwei, und zwar eine von, sieht man das, von Osram und eine von Auralo. Als erstes müsst ihr herausfinden, ob eure bisherigen Lampen, ob die damit klarkommen. Und zwar, erst einmal, wenn ihr die herkömmlichen Systeme habt, die ganz alten, also mit, der Fachmann sagt, mit Drossel, also wenn ihr so einen kleinen Starter dann habt, das ist dieses kleine runde Dingens, das ich jetzt nicht da habe, sieht aus wie so ein ganz Dösli, hat ungefähr, ja genau, hat ungefähr die Größe von so einer Filmdose und steckt in dem Lampli drin. Dann habt ihr kein Problem, weil ihr bekommt mit diesen Dingern hier einen neuen Starter und die müsst ihr dringend wechseln. Ich erkläre euch dann warum später, aber jetzt erstmal soweit. Also, wenn ihr herkömmliche habt mit Starter, funktionieren sie auf jeden Fall. Falls ihr auch nach langem Suchen keinen findet, dann am besten erstmal entweder lassen oder nachfragen. Und zwar zum Beispiel bei Osram gibt es eine relativ gute Hotline. Das hat mich jetzt auch verwundert, aber war manchmal positiv überrascht. Und da könnt ihr fragen, ob die auch mit diesen sogenannten elektronischen Vorschaltgeräten klarkommen. Davon ausgehen kann man nicht. Gut, so viel, so gut. Jetzt gibt es zwei Größen, die wichtig sind. Und zwar die Lichtstärke und die Lichtfarbe. Und das Thema Lichtfarbe und Lichtstärke ist ein Thema voller Missverständnisse. Das sind diese berühmten Lumen. Also ich habe jetzt hier bei der Osram, steht das hier drauf, die hat ja 3000 Kelvin, das ist die Lichtfarbe, und 1500 Lumen, 20 Watt. In den Foren kann man jetzt unheimlich viel lesen und auch unheimlich viel verschiedene Meinungen sein. Also ich habe ein Bild gemacht, als ich die Osram getauscht habe, gegen die Röhre, die vorher drin war. Die kann man natürlich auf manuell gestellt, weil sonst fängt euch die automatische Belichtung an, alles dazu zu schießen. Und auch wenn die Lumen nicht gleich sind, also wenn die LED eigentlich weniger Lumen hat als die Röhre vorher, ist es gleich hell. In meinem Fall. Wieso? Nun, die Röhre, die normale Röhre, also das ist jetzt nicht die, die strahlt das Licht gleichmäßig, also nach allen Seiten ab. Und damit fangt ihr nicht unbedingt immer was an. Je nachdem, wie euer Reflektor gebaut ist. Manche haben ja einfach nur so eine nackerte Röhrenhalterung an der Kellerdecke. Verliert ihr einen Teil von dem Licht, das nach oben strahlt. Und es nützt euch dann überhaupt nichts. Während diese Leuchtdiode, sieht man das, die ist hier ein bisschen flach. Und die haben bei Osram gewisse Charakteristiken. Ihr könnt hier einen Winkel wählen, in dem das Licht abstrahlt. Und dieser Winkel bestimmt, wie euer Raum ausgeleuchtet wird. Wenn ihr jetzt hier einen relativ breiten Winkel nimmt, wird euer Raum breit ausgestrahlt. Also der Kasus Knacktus ist, das Ding strahlt bloß dahin, wo ihr es haben wollt, wenn ihr es richtig macht. Ihr verliert also weniger Licht. Und deswegen kann es gut sein, dass ihr mit einer Leuchte, die weniger Lumen habt, genauso hell seid. Es kann auch andersrum sein, dass ihr mit einer Leuchte, die mehr Lumen hat, nicht viel weiterkommt. Hier bei der Auralum stehen jetzt nicht die Lumen drauf. Hier steht jetzt bloß 18 Watt, 4000 Kelvin. Die Sache mit den Lumen das Problem ist, es wird auch die Empfindlichkeit des menschlichen Auges eingerechnet. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, deswegen da mache ich jetzt mal wieder einen Jump drüber. Man kann ein kleines bisschen, sagen wir mal, optimieren. Wenn ich ein qualitativ hochwertiges Licht habe. Qualitativ hochwertig heißt, dass alle Farben einigermaßen sauber abgebildet werden. Also es fängt nicht plötzlich an, dass irgendwas, was vorher außen bei natürlichem Licht blau ausgesehen hat, sieht dann nicht plötzlich schwarz aus. Das ist übrigens dieser CRI, Color Rendering Index. Und dieser Color Rendering Index ist manchmal irgendwo versteckt. Wo steht er denn hier? Hier bei Osram steht er versteckt. Hier steht ST8-HV4. Das ist der die Bezeichnung der Röhre, dann steht irgendein Geblubber und dann steht 830. 830, 830. 8 ist der Color Rendering Index. 8 heißt 8 von 10. 9, na gut, es geht ein bisschen. Je größer die Zahl, desto besser. Und je größer die Zahl, desto
Ja, ich komme ein bisschen, weil die Zahl ein bisschen umstritten ist. Also, je größer die Zahl, desto sauberer werden alle eure Farben wiedergeben. Die 3.0 ist eine Abkürzung für 3000 Kelvin. 3000 Kelvin, das ist eine Temperatur. Was soll die Temperatur? Die 3000 Kelvin bedeutet, je kleiner die Zahl, desto wärmer ist das Licht. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber davon könnt ihr ausgehen. 2700 Kelvin zum Beispiel finde ich recht angenehm. 3000 Kelvin ist auch recht angenehm für Räume. 4000 Kelvin ist dann etwas kälter, da wird es dann grenzwertig und alles, was so über 4000 bis 6000 Kelvin geht, finde ich jetzt im Wohnbereich sehr unangenehm. Das hat dann mehr so eine Hallenästhetik. Warum überhaupt dann noch im Wohnbereich Lampen mit zum Beispiel 4000 oder 6000, 4000 geht das einmal, 6000 Kelvin angeboten werden, hat den Grund, es ist einfacher für diese hohen Lichttemperaturen LEDs zu bauen, die effizient sind. Man findet also oft sehr effiziente LEDs mit hohen Temperaturen, mit hohen Lichttemperaturen. Also, oder andersrum, eine LED, die kalt leuchtet, ist einfacher herzustellen. Eine LED, die warm leuchtet, man verliert Wirkungsgrad und sie ist etwas komplexer. Und sie wird noch mal komplexer, wenn die Farbwiedergabe, also wenn der Color Rendering Index gut ist. Puh, jetzt ist die Verwirrung komplett. Ich mache es einfach. Ich baue nur LEDs. Gilt übrigens auch für Energiesparlampen mit dieser dreistelligen Zahl. Entweder 830, 39, 840 oder 49 ein. Die 8 und die 9, das ist die Farbqualität. Also 8, ich baue 8 und 9 ein. 8 und die anderen Zahlen, diese 30 und 40, ist die Temperatur. Alles über 40 ist mir zu kalt. So weit, so gut. Jo, also kurz zu der Auralum zum Beispiel hier. Die ist deutlich billiger als die Osram. Hat Glas, ist ein Glasgehäuse, ist ganz lustig. Ich habe es ja auch zerlegt. Gucken wir nachher dazu. Aber ich wollte jetzt erstmal mit dem simplen Teil anfangen. Während die Osram hier Kunststoffe. In der Lichtmenge schenken sich die beiden nicht so wirklich arg viel. Mal schauen. Schaut euch mal da das Bild an. Man sieht die beiden im Vergleich. Die Lichtfarbe ist deutlich unterschiedlich. Die Kamera wieder im manuellen Modus, sonst könnte man es gar nicht vergleichen. Das ist dann, was ihr da seht, ist ein Kellerraum. Ihr seht Wand und Boden und man kann so ungefähr die Ausleuchtung vergleichen, mäßig wissenschaftlich. Gut, so viel zu Leuchtdioden, Vorschaltketten und so weiter. Und jetzt kommt der etwas härtere Teil. Jetzt kommen wir in den Bonusteil über. Gehen wir jetzt über. Und zwar, ja, da müsst ihr jetzt durch. Sehen wir das? So. Gut. Ich habe ein bisschen was gemalt. So. Das ist fast zu groß, ne? Na, egal. Also, das sind die, wenn ihr eine herkömmliche Leuchtstoffröhre habt, dann sieht das ungefähr so aus. Ihr habt da kommt irgendwo die Netzspannung rein. So. Da kommt die Netzspannung rein. Ihr habt hier einen lustigen Heizkreis an eurer Leuchtstoffröhre. Ja. So, an eurer Leuchtstoffröhre. Hier ist der Starter, das ist das runde Dösli, das wir wechseln müssen. Da kommt dann die nächste Heizwendel und geht zurück über eine Drossel und von da aus wieder zum Netz. Gut, soweit so schön. Was passiert jetzt beim Einschalten? Hier kommt Saft. Die Drossel, jo, mal die Drossel halt ein bisschen. Und erst einmal fließt hier kein Strom, weil dieser in der Glimmlampe der Bimetall noch offen ist. Die glimmt dann so ein bisschen. Dann irgendwann wird es jetzt blöd und sie denkt sich, oh, jetzt haben wir aber genug geklimmt, jetzt müsste mal der Bimetall zumachen. Dann schließt sich der Bimetall, sie klimmt nimmer, weil dann natürlich dann die Spannung hier zu gering wird. Dann, dadurch, dass die hier geschlossen hat, ist der Kreis hier auch geschlossen und die beiden Glühdrähte glühen. Das ist schön. Über die Drossel natürlich. Nach einer gewissen Zeit wird dem Bimetall wieder zu kalt, der öffnet. Und jetzt wird es interessant.
durch die Öffnung in der Spule, durch die Öffnung des Kreises wird in der Spule eine Lenzsche Regel, Rückinduktion und so weiter, ein Hochspannungsimpuls erzeugt. Und dieser Hochspannungsimpuls jagt dann zwischen, wenn man Glück hat, zwischen diesen beiden Elektroden einmal durch, ionisiert die Quecksilberteilchen, Quecksilberatome, ja, okay, Quecksilberatome, und die Entladung baut sich auf. Das Ganze passiert meistens nicht schon beim ersten Versuch, sondern das braucht meistens ein paar Versuche. Deswegen sieht man das bei den alten Leuchtstoffröhren, dass die immer dieses Blum, 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 Blum machen. Wenn hier, hier die Entladung am Laufen ist, sinkt die Spannung hier unter die Spannung, die diese Glimmlampe braucht zum Zünden. Das heißt, der Starter macht dann nichts mehr. Hier wird der Strom über die Drossel nur noch begrenzt. Und hier haben wir eine Entladung zwischen diesen beiden Elektroden. Die Glühdrähte tun letztendlich auch nichts mehr. Alles ist gut. Wenn Leuchtstoffröhren alt werden, dann sieht man am Ende irgendwann, dass die da schwarz werden. Das sind dann oft hier und hier, sind da sehr, der Glühdraht verdampft. So. Und wenn man jetzt das hier durch Leuchtdioden ersetzt, dann gibt es ein paar Probleme. Erstens mal ist die Drossel eigentlich im Weg. Aber da die Leistung relativ gering ist, lässt man das einfach so. Osram selber hat auf Nachfrage mir gesagt, dass, wenn ich es mal so deklariere, wenn ich weiß, was ich tue, kann ich die Drossel auch weglassen. Kritisch. Müsst genau wissen, was er tut. Also erstmal ist klar, dieser Starter muss raus. Wenn man hier Röhre einsetzt, muss dieser Starter raus. Und was dann passiert, der neue Starter, nicht mal Stift, der neue Starter ersetzt das hier mit einer Sicherung. Da. Die Röhre hier sieht nicht mehr so aus. Da sind jetzt hier keine lustigen Heizdrähte mehr drin, sondern, und jetzt bitte anschnallen, die richtigen, die das richtig machen, haben hier auf einer Seite eine Brücke und hier auf der anderen Seite, mit links mal ich nicht so gut, tut mir leid, an DC-DC-Wandler, also DC-DC-Wandler, das ist das, halt ein Netzgerät. Und hier lustig viele Leuchtdioden, teilweise in Parallel- und Serielschaltung, scheißegal. So, kurz, warum hier ist eine Brücke und auf welcher Seite? Scheißegal, welche Seite. Die Brücke hat den Grund, sie schließt den Stromkreis, damit, egal wie die, das könnt ihr jetzt ausprobieren und euch Gedankenexperiment machen, egal wie rum ihr die Röhre einbaut, sind also an diesen beiden Kontakten, aus Sicht der Röhre, ist immer Netzspannung. Das ist schon mal wichtig. Man könnte es auch irgendwie anders machen, aber dadurch, dass es so verteilt ist, ist zwischen der linken und der rechten Seite der LED-Röhre keine leitende Verbindung. Wenn ihr jetzt Fachkräfte im Mangel, also deppert seid und hier, während ihr die Röhre wechselt, wirklich Netzspannung anhabt und hier keinen Schalter, hättet ihr Netzspannung anliegen und das wäre irgendwie anders gemacht, bestünde die Gefahr, dass ihr auf der einen Seite schon mal die Röhre in den Sockel rein drückt und auf der anderen Seite anfasst und dann kriegt ihr mordsmäßig eine gescheuert. Wäre total gefährlich. Deswegen haben die guten Röhren das hier richtig, das ist jetzt quasi inzwischen die normalen Röhren, hier verbunden, hier die Sicherung hier sichert eigentlich die Elektronik hier ab. Bei der Auralum ist hier intern auch nochmal eine kleine Sicherung, aber naja, gut, doppelt genäht hält besser. Es gibt noch ein zweites Problem, das habe ich noch nicht probiert, dass die Sicherung abfängt. Und hier, das ist der Nachteil an diesen Nachrüstlösungen oder auf Neudeutsch Retrofit-Lösungen. Was euch passieren kann, wenn ihr das jetzt nicht kennzeichnet, den Umbau, falls jemand eine normale Leuchtstoffröhre reinbaut. Genau. Gibt ein Riesenproblem, weil nämlich hier dann die Heizwicklungen dauernd Strom kriegen und das Ding geht nicht an und es heizt dauernd. Ich habe noch nicht geguckt. Ich habe den Verdacht, dass dann die Sicherung hier im Starter durchbrennt, weil die Heizleistung relativ hoch ist. Es muss ja schnell gehen. Deswegen sollte man, wenn man so eine Röhre umgerüstet hat, einen Aufkleber hinter die Röhre machen, nur für LEDs. Bei manchen sind diese Aufkleber auch dabei. Und deswegen sind auch viele der Meinung, dass man solche Umrüstaktionen grundsätzlich nicht tun sollte. Das müsst ihr selber entscheiden. Gut.
Beide Röhren sind so aufgebaut. Röhren, die nicht auf einer Seite eine Brücke haben, nicht benutzen. Jo, das wird einmal das Grundsätzlichste, wie diese Teilchen beim Einbau zu handeln sind. Und jetzt wird eigentlich auch klar, warum Osram sagt, wenn ich weiß, was ich tue, also ich abgesichert habe, kann ich das hier wegmachen. Hier wird in diesem Kreis Energie verbraucht. In den Foren sagen sie 1 bis 2 Watt, ich habe es nicht ausprobiert. Das Netzteil gleicht das hier wieder aus, die Leistung ist relativ gering, deswegen, wenn man es wegmacht, spart man nochmal so 1, 2 Watt. Man hat auch keine Erwärmung hier. Man muss aber halt einen technischen Eingriff in die Lampe machen. Eigentlich sollte man einen Fachmann fragen, wenn man in Elektrik kommt, das kann man halt gleich schon wieder eine neue Lampe hinbauen. Also das ist nur, also die Ratschläge sind nur für Leute gedacht, die einigermaßen wissen, was sie tun. Gut, schauen wir uns mal so ein Teil aus der Nähe an. So, da ist das Ding jetzt einmal zerlegt. Ich habe jetzt die Handschuhe angezogen, weil ich keine Lust habe, mir die Finger in den Glas aufzureißen. Also hier der Kunststoffsockel, der in den beiden Kontakten endet. Da zwischen die Elektronik. Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Und da seht ihr dann auch, dass die Röhre wirklich aus Glas ist, weil sie sich dem Zerlegen etwas widersetzt hat. Da ist ein LED-Streifen reingepappt mit wohl auch relativ passend großzügig Wärmeleitpaste. Hier hinten am Glas befestigt. Eine Reihe weiße LEDs. Die Bezeichnung könnt ihr hier sehen. Ein Netzteil, das jetzt einigermaßen erträglich aussieht. Auf den ersten Blick keine größeren Katastrophen. Abstände und so weiter sind hier jetzt nicht primär wichtig, weil keinerlei berührbaren Teile für den Endbenutzer da sind. Deswegen also ein recht solides Gerätchen funktioniert. Auf der anderen Seite kam, wie ich vorher erklärt habe, natürlich dann einfach die Drahtbrücke raus. Und wenn wir jetzt hier da ein bisschen reinschauen, sieht man, dass hier der LED-Streifen einfach endet. Das ist, da hat man wohl einen mehr oder weniger Standardstreifen verbaut, der jetzt hier auch seine Kontakte hat, die man jetzt weiterführen könnte. Ja, so viel zu der Auralum LED.